Hey, willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Dschungelabenteuer Let's Play Folge. Ich bin Daniel von SimFans.de und ich will mir heute mal angucken, wie das aussieht mit den Artefakten, die wir gesammelt haben. Wir haben ja einiges hier schon untersucht und ausgegraben und die Red und der Justin, die haben sich letztes Mal noch gut gehen lassen, hier schon mal angefangen. Wir können das mal im Inventar platzieren und dann gucken, was wir hier sonst noch so haben. Ob wir das hier noch irgendwie, wir haben nämlich diesen Reliktbasis-Dinger, ne? Und die kann man irgendwie zusammenstückeln, Wächter-Reliktbasis mit den anderen Objekten. Und ich glaube, wir müssen die mal zusammenführen, unser Inventar, ne? Der hat hier das andere Teil des Relikts. Ich gebe das mal. Ne, der Justin soll das machen. Das ist ja unser Reliktheld hier. Der soll sich die Fähigkeit mal genauer angucken. Die Red nur so nebenbei. Und wir geben ihm das mal alles ins Inventar, weil ich habe gesehen, dass man das beides irgendwie braucht, um das zusammenzustückeln. Und dann noch ein Kristall sogar auch noch. Eieiei. Also da gucken wir mal rein jetzt heute. Da bin ich echt gespannt, wie das funktioniert, weil das Gameplay interessiert mich natürlich auch noch. Und dann gucken wir noch nach der Kulturfähigkeit. Auf jeden Fall. Fusionieren mit. Da geht's doch schon. Guck mal. Jetzt, Justin. Du kannst das machen, ja, Opa. Komm mal runter vom Klo. Wo bist du denn? Auf. Hopp. Ui, der ist schon gemacht hier. Wow. Was? Bewältigung der Aggression hier. Mach Sport. Danke. Wow. Babsami hier. Uiuiui. Das hat jetzt aber schnell geklappt. Was können wir jetzt damit jetzt machen? Wo ist das jetzt? Können wir da noch mehr fusionieren? Oh, da kann man mehrere Sachen machen. Wir müssen jetzt mal gucken, wo ist denn das Dingens? Da ist es doch. Und jetzt müssen wir hier einen Kristall einsetzen. Justin benötigt einen veredelnden Kristall in seinem Inventar, um eine Fusion mit diesem Relikt durchzuführen. Kannst du das Ding hier veredeln? Zum Veredeln zum Juwelier schicken. Ja, wir können nicht, noch nicht. Können wir das hier nicht veredeln oder so? Wir legen mal hier das Artefakt weiter frei. Ready, du musst auch hier, gehst auf Klo. Ja, gehst auf Klo. Und dann gucken wir hier mal weiter, was du hier noch hast. Ganz viele Statuen, die müssen wir mal auch authentifizieren. Ja, hoffentlich ist da kein Totenkopf hier drin. So. Blue ist auch da. Was ist mit dir los? Beschämt? Wieso? Was ist los? Peinlich berührt. Verletzung der Privatsphäre. Ja, geh mal duschen, komm. Gehst du mal duschen, bitte. Dann erfrischende Dusche. Und dann gehen wir mal auf den Markt und lernen die Kultur ein bisschen besser kennen. Weil da soll es dann auch einige Tipps geben. Geheime Karten und Vasen und was weiß ich. Und da müssen wir uns mal gucken hier, ne? Sollen die mal vorstellen. Ein bisschen wieder gucken. Die schreien hier schon wieder rum. Und ja, dann machen wir da mit dir da nochmal. Du musst die Sims hier kennenlernen. Du lebst noch ein bisschen länger. Wir leveln hier die Fähigkeit hoch. Archäologiefähigkeit, ne? Und ja, ich weiß nicht, wie lange die hier noch unter uns weilen. What? Da ist auch die Lila, die Tochter. So, hier seid ihr fleißig, ne? Und, wie sieht's aus? Ready? Ready, bist du ready? Wir brauchen jetzt diesen komischen Kristall. Ab wann kann man den denn veredeln? Das weiß ich nämlich nicht. Wir schicken den mal zum Juwelier. Mal gucken, wie lange das dauert. In den nächsten Tagen wirst du in deiner Post finden. Ja, hoffentlich schicken die das hierher. Ja. Oh, der hat so viel Krams hier noch. Na, wir müssen das alles hier erstmal entdecken, was es da gibt. Es ist so cool. Es ist so nice. Jetzt haben wir da so ein Dingens. Können wir das auch hier rausziehen? Oh, ist ja geil. Da müssen wir jetzt den Kristall einsetzen. Jetzt verstehe ich den. Okay. Blue, wo bist du? Springst du hier noch voran? Du schreitest voran. Lern die mal kennen. So. Hallo, wie wär's mit dem Kaffee? So. Salvadoranische Vorstellung. Das machen wir doch mal. Na, dann fühlen die sich. Oh, das ist der falsche hier. Du bist der falsche hier. Blue. So, lokales Kulturerbe. Können wir auch machen. Redders hat das Objekt vorsichtig sorgfältig analysiert und es als echt eingestuft. Weitere Analysen können zusätzliche Informationen liefern. Bei weiteren Analysen kann Red ihre Archäologiefähigkeit verbessern. So, jetzt gucken wir mal die Sehenswürdigkeiten. Ne? Was haben wir denn da? Was erzählst du uns denn da? Ach, im Dschungel fragen wir natürlich auch. Natürlich die Mächte nicht. Oh, schreib mal hier nicht alle so rum hier, ja? Wir können da neue Tanzfähigkeiten machen. Ja, ich hab eine geile App hier. Lass mal, Fledermäuse stoßen zu jeder Tageszeit aus dem Blätterdach des Urwalds hervor. Kratzer, Bisse und Guano werden dir den Tag verderben. Das
ist Guano. Nimm eine Plasma-Fledermaus-Kühlerbox mit, um sie abzulenken. Wenn deine Fitness gut genug ist, kannst du ihn auch ausweichen. Das ist echt interessant, ne? So, ich hab's ja hier schon fertig. Seid ihr schon fertig? Ihr macht das schon wieder Urlaub hier. Nein. One Free. Oh, ist das cool. Oh, ist das witzig. Wie geil, man kann einen Screenie machen hier. Bam, voll nice, oder? Wie das aussieht. Voll cool. Wir haben Screenies. Und du? Was hast du gemacht? Das ist wieder so ein olles Ding hier. Inventar platzieren. Du kriegst das auch mit. Und du machst hier dann bitte das neue da. Das hier, das nächste Ding. Kommt dran. Oh, du musst schon wieder pipi. Du warst ja erst ready. Ready, was machst du denn? Müsste oft aufs Klo, wurde dir verflucht. Also man kann mit den Relikt-Dingern kann man andere Sims verfluchen, aber erst wenn da ein Kristall drin ist, ne? So. Ready, geh auf Klo, komm. Und danach machst du hier nochmal so eine Statue für uns. Sehr gut. Justin verdient hier mit seiner Social-Media-Karriere fett Kohle weiterhin. Klo, was machst du da? Ah, guckst du das an, das bringt auch was für die Fähigkeit. Oh, das ist ja toll. Wusste ich ja gar nicht. Sehr schön. Was ist das cool hier, ne? Klo. Oh, es ist die eine Olle da weg, oder war das die? Kann man da jetzt nicht mehr mit Ding hier vorstellen? Salvadoranische Tor. Salvadoranische. Wieso? Hallo, wir sind mit dem Flugzeug gekommen. Nein, eigentlich über das Reisemenü im Handy. Ist tolles Wetter hier bei euch hier. Ja, gucken Sie mal hier unsere Ware an. Wow, Blue hat Geburtstag. Wir müssen da mal gucken nach dem, bist du überhaupt hier Einheimische oder bist du gar nicht? Bist, glaube ich, gar nicht Einheimische. Da muss man immer aufpassen, haben die geschrieben. In den Lektionen. Nordverkäuferin, aber die muss ja Einheimisch sein, oder? Habt ihr auch Cupcakes hier? Nee, wir haben goldene Sterne und so Kram hier, ne? Nicht kokett, okay. Na, ja, jeder wieder der Blue. Ja, guck dir die Dings an, das bringt mehr, ne? Du hast jetzt hier die Fähigkeit, hier, Level 2 gleich, na gut. Vielleicht kannst du erst ab Level 2 die Vorstellung machen, aber wir haben die doch eben auch schon gehabt. Oder war das bei Justin? Hey, Finn. Oh. Wir ruften an bei Red. Das ist wieder weg, na toll. So. Audi Bibsa hier. Bist du schon Level 2 jetzt? Komm, guck das Ding nochmal an, dann bringst du dir vielleicht was an die Schmetterling. Schmetterlinge hier. Levelaufstieg, sehr gut. Bassamu hier. Ja, das ist ein Tourist, mit dem reden wir nicht. So, Justin, was hast du gemacht? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Was hast du da? Wow. Oh, wie cool ist das denn? Voll die geilen Sachen hier, oder? Einmal Screedies hier wieder. Kannst du auch mal im Inventar platzieren. Oh, ist das cool. Neuen Besitzbewohner. Das freut den ja als Snob. Als materialistischen Snob ist der ja wirklich für sowas zu begeistern hier, ne? Hey, ja, Red Good ist gut gefunden. Wow, 954 bringt das Ding. Ausgezeichnete Qualität selten. Nichts ist schlecht. Komm, pack's mal rein. Pack's mal ins Inventar. Schnapp's dir, ist deins. Blue wird immer, er kennt die lokale Begrüßung, genau. Außerdem Fotos von seinem Urlaub zeigen. Okay. Dann machst du mal das mit dem Messer. Das würde mich mal interessieren, was das hier ist. Und du? Ist man noch dabei? Gleich fertig, ne? Da gibt es so coole Statuen dann. Oh, voll nice. Kann man die sich alle zusammenstellen? Dann stellen wir die im Brick Penthouse auf. Und ja. Bin ich dann. Haben wir coole Sachen dann. Und? Und, was ist das hier? Guckst du es noch länger an, dann wird's besser, ne? Jetzt lacht sie hier. Ach, Daniel, ich krieg das schon hin, warte halt. So, und das suchst du das. Gleich mal's flupp und dann ist es fertig. Komm, wir gucken mal nach Justin. Ah, du machst dir das ja noch, ne? Sehr gut. Und, was hast du ready? Boah, aber das sieht ein bisschen angeratzt hier aus, ne? Qualität schlecht. Na toll. Dass ihr das auch mal im Inventar. Gucken wir das nächste an. Wir haben noch mehr hier gefunden. Wir waren jetzt einige Tage unterwegs. Müssen wir auch mal das Gefundene hier. Nimmst du was zum Essen? Das ist auch gut. Das bringt auch eine neue Kulturfähigkeit. Wir kaufen uns gleich das Teure mal.
Und hier auch, boah, da gibt es noch mehr hier. Boah, da gibt es immer was anderes. Letztes Mal gab es da was anderes. Wir nehmen da auch diese Bonelos hier. Keine Ahnung. Hast du das jetzt hier irgendwo hingestellt, oder was? Wir gehen heute mal einen Chill-Tag. Wir gehen heute mal nicht in den Schnell. So, boah, ist ja der Fleiß hier konzentriert sogar. Sehr gut. So muss das sein hier, Red. Und du auch konzentriert. Super. Das bringt voll viel dann für die Fähigkeit. Tenuba. Oh, was werdet ihr komisch umarmt hier? Danced hier ab. So, Blue, was machst du? Was hast du jetzt hier? Sieht ja gar nicht mehr so schlecht aus. Was beim Ikea, oder? Hat Ikea hier eine Filiale aufgemacht? So schön. Sehr gut. Ja, da steigt ja auch die Kulturfähigkeit. Das ist wirklich so, also das hängt alles miteinander zusammen. Es ist hier wirklich wunderschön, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Hat auch noch so ein paar Screenies. Bei den schönen Schmetterlingen. Wo ist er jetzt weg? Ist er toll. Das ist so cool hier gemacht, ne? Wow. Justin, du bist schon fertig hier. Sehr gut. Jetzt gehst du wieder raus, was lesen. Wir haben dir doch extra so ein Buch gekauft. Boah, das ist ja cool. Wow. Boah. Schlecht, aber selten. Und 300 bringt das Zeug. Machen wir Inventar platzieren. Wir machen dann Analyse üben. Wir müssen kurz noch warten. Und Red, bei dir, du laberst wieder zu viel. Mach mal das hier weiter hier. Nappy. So, und jetzt authentifizieren, freilegen. Probieren wir mal das, ne? Machen wir den Dreckklumpen als nächstes, bitte. Komm, alter Mann. Ist auch schon ganz staubig. Ja, was mag da wohl drin sein? Da bin ich jetzt auch gespannt. Red braucht noch ein bisschen, dann können wir wieder zu Blue gucken. Du musst voll pieseln. Oh nee, geh schnell auf Klo. Schnell. Was machst du jetzt bei der Statue? Du willst in die Statue anpieseln. Du gehst hier schnell auf Klo. Obwohl, gut, man kann da drin auch duschen, das wusste ich gar nicht. Man lernt nie aus hier, yay. Sehr nice. Da sind überall Fliegen hier. Oh nee, Blue, oh nee. Da müssen wir jetzt echt duschen. Oh toll, jetzt kannst du hier mal duschen, schnell. Sag, das war der Hund. Wo ist denn der überhaupt, hallo? Oh, der Arme. Oh, Daniel, echt mal. Das kannst du doch nicht bringen, Daniel. Nein. Wir müssen den nach Hause schicken. Kann man den nie nach Hause schicken? Das ist ja blöd, ne? Das ist voll doof. Wir können dich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Aber das ich weiß, wie blitzig das anhört. Blue, du guckst mal jetzt nach dem Hundi, ne? Spielen. Leckerchen geben. Trösten. Küssen. Kumpel werden. Warteschlange ist voll. Blue kümmert sich um dich. So. Während die Alten hier noch das Zeugs hier ausbuddeln. So. Welche Fähigkeiten Level haben wir denn schon? Geht ratzfatz, ne? Level 4 jetzt hier schon. Und du hast Level 5 sogar schon. Wow. Wo ist denn jetzt eigentlich hier unser Briefkasten? Haben wir da nicht schon das Zeugs? Boah, 10.000. Ihr wandelnden Winter-Soldiers, ja. Echt mal, das ist ja eine Frechheit hier, das Krams. Manometer. Will ich noch ausfallen? Erstmal duschen, ne? Oh, das sind Viecher hier drin. Nein, weg damit. Schnell. Hast du einen Wunsch, einen Weinanfall bekommen? Klicke auf einen Sim und wähle weinen. Tut mir leid, Blue. Das ist schön, ne? Ja. Was machst du jetzt? Komm, spring. Eile zu deinem Mund hier zum Jaden. Das kann ja wohl nicht sein. Mal ein bisschen schneller hier für euch. So. Ja. Dann geht's schon gleich wieder gut. Oh, machst du mal Bubu hier? Komm, hier darfst du in der freien Natur. Wow, wow. Musst du gar nicht, ne? Ja. Yeah. Schmeiß uns gleich hier raus. Wie ist das? Maki Nakamura. Eieiei. Komm, guckst du nach deinem Hundi.
Loben. Ich weiß, der ist auch krank, der muss eigentlich zur Tierklinik, ne? Mach mal Platz. Und hat das Kumpel werden, hat das schon jetzt geklappt? Ich weiß es nicht. Platz. Kumpel werden haben wir schon. Okay, dann brauchen wir das nicht zweimal. Und dann nochmal umarmen. Mal die Unsicherheit gestehen. Jetzt dem Hund die Ball schon wieder gut. Ja, eine Blue auch. Du hast in die Hose gepieselt. Ja, ich war doch duschen hier. Schlaumeier Hund, du. Ah, die Lampe ist auch so toll. Wieso gibt es das gerade nicht im Baumodus, ihr Oschis mal? Mann, guck mal, wie schön die auch hier wird. Das ist so toll. Ready. Wow, du Lama, Red, du Alters hier. Wir verstehen uns hier voll Müll. Wow, ist ein Kumpel geworden. Sehr schön. Na denn. Sehr angespannt, immer noch. Keine Party hier. Zweifel ist denen so nach Spaß, ja. Das ist bei dir so, du bist kleptomanisch und du brauchst hier am Snob und bist gemein. Kindheitsphase, Verantwortung können wir noch gucken. Was können wir denn da noch machen? Schule, Strafen, Chaos, Hausaufgaben. Mach mal deine Hausaufgaben. Haben wir die im Inventar? Haben wir nicht, ne? War ja klar. Oh, das ist auch noch so eine Wächterbasis. Das kriegt auch wieder Justin in den Arsch. Hast du noch nichts mehr, ne? So, was ist das? Oh, das können wir vielleicht. Ist auch wieder so ein Stein. Oh, du hast die ganzen Steine hier. Jetzt kommt's hier raus. Hallo? Jetzt wird's hier Tag. Urlaubsende. Oh nein. Wir haben ja noch andere Families. Ja, wir müssen jetzt wirklich. Du warst jetzt erst essen vorhin. Geh mal spazieren. Mach mal einen langen Spaziergang mit deinem Hund. Komm. Ready. Oh, das dauert ziemlich lang jetzt, ne? Bin gespannt, was da rauskommt. Ihr labert zu viel, habe ich das Gefühl. Labert mal nicht, dann dauert alles länger. So. Und danach machst du hier den Futternapf viermal voll, ne? So. Lass es auch einfach auf dem Grill hier. Wir sind ja nur in der Natur. Komm, wir gehen laufen. An die Leine, jetzt hier, endlich mal. Die ganze Zeit läuft er frei rum. Jetzt packen wir dich an die Leine. Ne? Wollt ihr laufen? Komm, lauf mal. Red hat das Objekt sorgfältig analysiert und es als echt... Oh, nochmal so ein Ding. Ready. Inventar platzieren. Das nächste wartet schon. Wir haben nur eins. Können wir wenigstens die Rechnungen dann gut bezahlen dann. Da sind da auch noch einige hier im Inventar. Ah, euch geht's auch noch schon schlecht. Na komm, das ist das Letzte. Jetzt müsst ihr wieder pennen gehen. So. Gehen wir laufen hier. Ja. Sehr gut. Ist auch alles offen hier, das Haus. Sü. Oh, die Vöglein hier, voll schön. Boah, die fliegen sogar durch die Küche durch. Habt ihr das gesehen hier? Und? Was war das jetzt? Rechnung bezahlt. Uiuiui. Ja. Nochmal, musst du authentifizieren hier weiter. Bisschen Zeit hast du noch. Come on. Wir weichen mal dir nicht von der Seite und gucken mal, was hier... Oh! Ich glaube, Jane wird älter, oder? Jane wird älter. Wow, Jane ist älter geworden. Jane hat den Zenit überschritten und ist jetzt ein älterer Hund. Du wirst feststellen, dass er jetzt häufiger schläft, weniger auf Möbel springt und häufiger krank ist. Oh Gott. Noch häufiger krank, das kann ja wohl nicht sein. Jaden, bleiben noch ein paar gute Tage. Also verbringe die Zeit mit ihm, bevor es ist, Zeit ist, Abschied zu nehmen. Wow, voll schön mit deinem Fell hier, du Armer. Bist du immer noch krank? Lieblingsstelle, Bürsten. Och. Ach nö, ne? Oh. Jaden Goldklee Senior. Unser Hund ist alt. Oh Mann, wir sind alle alt. So, die Lila ist auch hier. Was plaudert ihr? Boah, Level 5. Red ist auch Level 5. Hör mal auf zu labern. Eieiei. Ach, ich find's geil.
Ja, es ist wirklich so Generationen-Gameplay auch. Ich finde das irgendwie cool. Das hat schon was. Chaka. Chaka, chaka. Wie ist bei euch eigentlich im Dschungel so los? Ich will mal eure Stories hören, was euch so komisches passiert ist. Ein paar Sachen habe ich schon gelesen. Aber jetzt mal hier der Aufruf, das mal zu kommentieren, weil das interessiert mich echt mal. Storymäßig, ich weiß, ne, umfragentechnisch auch ein bisschen schwierig hier, weil wir werden natürlich, ne, Sachen suchen, entdecken, Fähigkeiten lernen. Da brauche ich keine Umfrage machen, großartig. Aber wir gehen ja auch bald wieder zurück, ist jetzt nur am Anfang so arg. Bisschen erholen, begleitest du mich? Wo gehst du denn hin? In Shuno Park? Nee. Nee, wir sind ja in einem Naturpark. Aber das ist voll schön hier, ne? Diese Landschaft. Das hinten ist das Dorf. Justin ist fertig mit der Analyse. Wow, was ist das denn? Wow, du legst hier Sachen frei hier. Qualität ist aber auch schlecht, immerhin. Aber du nicht im Inventar platzieren, du hier da. Inventar platzieren. So. Und dann, genau. Aber gehst du erst pieseln und dann ins Bett, bitte. Guck mal, die Lila macht uns sogar was zum Essen. Gehst du pieseln, gehst du schlafen. Und dein Frauchen auch. Die darf hier auch noch duschen. Die hat noch ein bisschen mehr Energie, oder? Ja, die darf auch noch duschen. Lu! Ah, du hast schon wieder hingebieselt hier. Oder was ist du wieder? Man weiß es nicht. Wollt ihr nicht noch weiterlaufen? Was für toll hier, guckt euch das mal an. Ist doch der Hammer, oder? Voll magisch. Magic, Red ist auch fertig. It's magic. Wo ist das Glitzer hin? Ist das schön einfach, ne? Muss man sich echt mal ein bisschen mehr umgucken hier auch. Es ist so toll gemacht hier alles. Leider alles Deko-Häuschen, ne? Da kann man durchgucken, aber trotzdem schön gemacht hier. Könnt ihr euch ja einen Grundriss abgucken hier oder so, wenn ihr was sucht. Finde ich gar nicht so schlecht hier, hm? Hat schon was. Das gleiche Haus hier wie das hier da. Nur gedreht. Ja gut. Ach ja, ist trotzdem cool. Oh, da ist noch diese Kirche, ne? Die ist auch so toll. Wow. Ach, so schön. Ach, die leuchten auch so toll, diese Schmetterlinge. Kann man die nicht irgendwie fangen oder so? Nee, ne? Nee, kann man nicht sammeln. Da gibt es einiges hier noch zu entdecken. Da gibt es noch einiges zum Ausgraben auch. Und einiges hier so, ne? Pflänzchen und was weiß ich. Da ist noch so ein Emotionenbaum, glaube ich, oder? Kochbananenbaum. Gibt es hier auch. Man muss da schon ein bisschen rumgucken auch noch. Also es lohnt sich da schon nochmal hier ein bisschen auch noch hier außerhalb des Dschungels ein bisschen was zu untersuchen. Bei Nacht glitzert das, oder? Dann sieht man das, ne? Avocados wachsen hier. Gut. Gut, gut. Was seid ihr im Bett jetzt? Alles gut, ne? Ready, wo bist du? Ja, man kann das Kinderbett auch verschieben mit der Hand. Das stimmt wohl. Das haben auch ein paar geschrieben. Man kann das wirklich hier auch drehen dann, wenn man das in der Hand noch hat und irgendwo hinpapseln. Ja, das ist nicht so schlecht. Du bist noch duschen. Oh, jetzt muss er aber auch hinmachen, komm. Jetzt ist die da zum Papi ins Bett geschlupfelt. Dann gehst du hier rein. Red, geh ins andere Bett. Schon schön. Nee, in die Schule musst du nicht mehr. Wir müssen jetzt nur noch gucken. Weil du wirst, jetzt hast du auch Geburtstag. Ich hätte so gerne das Verantwortung noch hoch, aber es ist ein bisschen schlecht. Müll rausbringen, ne? Hausaufgaben machen. Urlaub. Spielzeug aufräumen, haha. Ja gut, Manieren ist auch nicht schlecht. Ich glaube, der war eh nie so verantwortlich, ne? Gut, jetzt entwickelt er langsam die Verantwortung. Eigentlich müsste er jetzt Punkte kriegen für die Verantwortung, weil er so sich um den Hund kümmert. Oder? Das ist doch mal, hallo. Eigentlich müssten wir das jetzt hier kriegen, ja? Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's für heute mit dem Let's Play. Wir haben einiges ausgegraben. Wir haben diese Artefakte freigesetzt. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir den Stein kriegen, was wir denn mit diesem verfluchten Objekt da machen können. Ob wir andere verfluchen können oder irgendeinen Ziegen bekommen oder was weiß ich, was das ist. Wir gucken uns das an. Nächstes Mal geht's weiter. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Ne, Glocke aktivieren, ihr wisst das schon, dann verpasst ihr keine Videos. Hier im Dschungelabenteuer-Let's Play oder natürlich
zu den anderen Videos hier im Channel. Mit diesem Einblicken. Schönen Tag, Abend oder wann immer ihr das Video anguckt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.